Der ungarische Premierminister Viktor Orbán erklärte am Dienstag im Parlament von Budapest, dass der Migrationspakt von Brüssel gescheitert ist. An der südlichen Grenze Ungarns nimmt die Gewalt zu. Illegale Migranten schießen nachts sogar mit automatischen Waffen auf die Beamten des Grenzschutzes. 168 Beamte wurden bei solchen Attacken bislang teilweise schwer verletzt. Die unfassbare Bilanz: 128.000 illegale Grenzübertritte habe Ungarn alleine heuer bislang verhindert, so Orbán. Die Tausenden von jungen Männern, die täglich mit Booten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa stürmen, vergleicht Orbán in seiner Rede mit einer Invasionsarmee. Bereits zuvor erklärte er den Migrationspakt der EU für schlicht inakzeptabel. Brüssel missbrauche seine Macht. Sie wollen die Migranten mit Gewalt nach Ungarn verlegen. Das ist inakzeptabel. Sie wollen Ungarn gewaltsam in ein Migrantenland verwandeln, erklärte der Ministerpräsident bereits im Juni auf X, vormals Twitter. Mit einem neuen Gesetzespaket sollen in Ungarn überdies nur noch Bürgerwehren Aufgaben im Grenzschutz, im Kampf gegen illegale Migration erhalten. Auf Geheimrouten wie dieser überqueren tausende Menschen die Grenze von Ungarn in die Slowakei. Nach Angaben der örtlichen Behörden kamen in den letzten Monaten fast 20.000 illegale Migranten über die Grenze. Ihre Hoffnung ist, ein offizielles Dokument aus der Slowakei zu erhalten und nach Westeuropa weiterzureisen. Einige schwimmen über den Fluss, der hier die Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei bildet. A folyó túlpartján lévő szlovákiai Ipoly-hídvég és a magyarországi Drégely-Palánk külterületét összekötő Rozoga gyalogos híd a bevándorlók egyik legfontosabb. In der Slowakei angekommen, wollen die illegalen Migranten schnell in Polizeigewahrsam genommen werden, denn dann bekommen sie ein Papier, ein Ankunftsdokument. Dem Spitzenkandidaten der Smer-Partei bei den Parlamentswahlen an diesem Samstag, Robert Fico, kommen die vielen Migranten gelegen. Er kann mit seiner Slowakei-First-Politik punkten. Schnell weiter, doch wohin? Die wartenden Migranten stiegen hier in den Bus ein. Sie wurden zu einem Sammelplatz gebracht. Mit und filmen durften wir nicht. Dies sind Bilder eines serbischen Polizeieinsatzes nach einer Schießerei zwischen Migranten, bei der es einen Toten und drei Verletzte gab. Die Schießerei fand im Wald von Hajdukovac nahe der ungarischen Grenze statt. Einsatzkräfte der regionalen Polizei und Gendarmerie nahmen mehrere Personen fest und beschlagnahmten zahlreiche Gewehre. Alle Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der serbischen Behörden sind sie nicht in Lebensgefahr. Ungarns rechtsnationale Regierung unter Ministerpräsident Orbán verstärkt ihren Grenzschutz. Damit will sie verhindern, dass Migranten über die Balkanstaaten ins Land kommen. An der gut 150 Kilometer langen Grenze zu Serbien soll der bereits bestehende Stacheldrahtwall erhöht werden. Hinzu kommt ein neuer Zaun am Dreiländereck mit Serbien und Kroatien. Die Grenzpolizei wird künftig verstärkt. Ja, kommen wir noch mal zu dem Grenzzaun und zu dieser Grenztruppe, die da jetzt aufgebaut wird. Wir haben gerade eine Bewerberin gesehen. Wer meldet sich da auf dieses, sagen wir, Jobangebot? Ja, das ist eine bunte Mischung an Menschen. Man kann sagen, sie eint, dass sie sehr patriotisch sind. Also das waren wirklich alle. Sie möchten ganz aktiv ihr Land schützen, haben sie uns gesagt. Sie sind natürlich fasziniert von den ganzen polizeilichen Gegenständen, die sie dann nutzen dürfen. Natürlich auch von den Waffen. Sie sind fasziniert, dann eine Uniform zu tragen und eben im Polizeidienst zu stehen. Aber wir haben auch einen Bewerber getroffen, einen ehemaligen Soldaten, der hat gesagt, Mensch, das wird den Leuten hier ganz falsch verkauft. Das ist ein Knochenjob mit ganz langen Schichten, mit vielen Arbeitsstunden und darüber hinaus auch nicht sonderlich gut bezahlt. Also man wird sehen müssen, wie viele dieser Grenzjäger sich denn dann tatsächlich bis Ende September, wo es an den Start gehen soll, melden. Ja, schauen wir noch mal zum Schluss auf die Grenzen. Wie entwickelt sich ganz generell die Lage an den Grenzen Ungarns? Also wir haben generell an der gesamten Balkanroute das Gefühl, dass
die Zahlen schon steigen, also dass an verschiedensten Orten, ob das jetzt Bulgarien ist, Serbien oder Ungarn, dass da sich sozusagen was tut. Man muss, wie ich es vorhin schon erklärt habe, bei den absoluten Zahlen ein bisschen vorsichtig sein. Aber was man merken kann, es ist mehr Gewalt im Spiel. Also es gibt zum Beispiel ein Video, das hat die ungarische Polizei. Da sieht man, wie Geflüchtete mit Gegenständen auf die Polizisten werfen, wie sie versuchen, einen Wachturm zu erobern. Es gab jetzt gerade einen Vorfall auch in Serbien, wo verschiedene Migrantengruppen aufeinander losgegangen sind. Es sollen dort auch Schüsse gefallen sein. Es wurden daraufhin mehrere Waffen auch konfisziert. Also der Ton an den Grenzen wird rauer. Man findet immer wieder Waffen und Gegenstände, um sich zur Wehr zu setzen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch die Reaktion zum Teil immer heftiger. Immer wieder wird uns aus verschiedensten Ländern auch von Pushbacks berichtet. Die ständigen Kontrollen an der tschechisch-slowakischen Grenze enden an diesem Sonntag. Die verstärkte polizeiliche Überwachung im Grenzgebiet werde jedoch beibehalten, sagte der tschechische Innenminister Vít Rakušan. Die Tschechische Republik hatte die Kontrollen Ende September letzten Jahres eingeführt, weil der Migrantenzustrom stark zugenommen hatte. So hatte die tschechische Polizei 2022 insgesamt etwa 14.000 MigrantInnen an der Grenze zur Slowakei aufgegriffen. Seit Ende September, als die Kontrollen eingeführt wurden, waren es knapp 6.000. Ungarn und die Slowakei müssen auch gegen ihren Willen Flüchtlinge aufnehmen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die Richter urteilten, der Beschluss der EU aus dem Jahr 2015 zur Umverteilung von Flüchtlingen sei rechtens. Außerdem sei er ein geeignetes Mittel, um die Ankunftsländer Griechenland und Italien zu entlasten. Insgesamt geht es bei dem Beschluss um die Verteilung von 120.000 Migranten und Flüchtlingen. Sollten EU-Staaten sich nun weiterhin gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sperren, könnte die EU-Kommission sogenannte Vertragsverletzungsverfahren vorantreiben.